Ich würde im Zweifel einfach schon mal anfangen, auch wenn das hier noch so ein bisschen reintröpfelt. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für die Demo. Ich habe nämlich einiges dabei und von dem her würde ich dann auch im Zweifel gleich loslegen. Versucht mich zu bremsen, falls ich zu schnell rede. Ich denke mal, so später am Nachmittag ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir das nicht zu langsam machen. Ich habe einiges mitgebracht und wir haben ja auch so ein paar Themen drin. Einmal Activity Rules, BPMN. Ich habe einen Prototypen drin, das ist ja auch ganz hip hier gerade auf der Konferenz, wo ich auch ein bisschen mit CDI, JSF, JPA was gemacht habe. Also von dem her wollen wir mal so ein bisschen versuchen, diesen Überblick zu kriegen. Geht die Technik. Genau, wer bin ich? Ganz schnell, halbe Minute, Camunda. Ich bin Camunda mit gegründet, was unser Fokus so ein bisschen ist. Und das versuche ich eigentlich inhaltlich jetzt auch mal im Vortrag so ein bisschen rauszuarbeiten. Wir verstehen uns eigentlich immer so ein bisschen auf dieser Schnittstelle zwischen IT und Business. Ja, also es manifestiert sich in so Dingen, dass wir auf der einen Seite BPMN als Notation machen. Wer kennt denn die BPMN schon? Das sind viele, das ist gut. Dann brauchen wir da schon mal keine Zeit drauf verwenden. Aber das heißt eher so ein bisschen auch fachliche Prozessmodellierung, BPMN, strategische BPM, whatever. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann natürlich sehr konkret. Da komme ich eigentlich auch her, so Dinge, wie kann ich es ausführen, Process Engines, Activity, sowas wie JBPM oder auch Joules, das Rule Engine. Gucken wir uns ja alles mal an. Und das ist so ein bisschen unser Thema, wie kommen wir da eigentlich zusammen? Ich habe mir gedacht, wie steige ich denn ein? Und ich habe mal so ein bisschen Geschichte mitgebracht, die vielleicht nicht jeder kennt, vielleicht der ein oder andere schon. Das ist so ein bisschen auch meine Historie sozusagen des Themas. Ich komme eigentlich aus der EJB-Ecke, also ich habe mal bei so einem EJB-3-Buch mitgeschrieben und hatte eigentlich seit, jetzt 6 oder 7 Jahren schon immer viel zu tun, damals aus einem Projekt raus, Warenwirtschaftsprojekt eigentlich. Ich habe mal gesagt, hey, wollen wir die Prozesse wirklich hardcoden oder gibt es da nicht irgendwas, Workflow-Engine, okay, gucken wir uns das mal an. Bin damals auf JBPM, noch JBPM 2 gestoßen, das ist schon sehr, sehr lange her. Wer kennt JBPM von euch? Sind auch noch sehr viele, okay, dann brauchen wir keine Grundlagenarbeiten machen, nicht alles. Da sah das auch wirklich vom Logo her noch so aus, ja, das war ein JBPM 2, JBPM 3, wurde zu einem JBoss-Projekt in der Sache, war letztendlich eine einfache Java-Engine, zeige ich euch gleich mal in der Demo, was heißt denn Java-Engine, was macht das aus? Das war so der Hintergrund, sehr Java-lastig das Ganze. Joules auf der anderen Seite gibt es auch schon sehr, sehr lange. Wer Joules kennt, es gab ein Joules 2 Projekt damals noch bei Codehouse, inzwischen ist es auch ein JBoss Projekt geworden. Gibt schon sehr viele Jahre, auch sehr, sehr Java-nah. Gucken wir uns auch gleich an, wie funktioniert eigentlich Joules als Rule Engine. Ja, was ist überhaupt eine Rule Engine, wollen wir uns auch gleich mal anschauen. Das war so ein bisschen das Umfeld, ja, wo man sich bewegt hat. Und das Interessante ist eigentlich, dass wir eine BPMN, die viele von euch ja schon kennen, das Notation, haben wir auch gleich ein Beispiel, in der BPMN in der Version 2.0 haben, seit diesem Jahr, eigentlich so ein bisschen seit letztem Jahr wusste man auch, was da kommt. Das heißt, wir haben eine standardisierte Notation, mit der wir tatsächlich auch Prozesse ausführen können. Ja, gucken wir uns auch gleich an, was das heißt. In so einer Situation ist dann gab es dann JBPM 4, ich weiß nicht, das kannte vielleicht auch der eine oder andere, da hat man so angefangen, BPMN-Shapes für die Engine zu verwenden. Und eigentlich wirklich interessanter Teil der Geschichte, es gab Joules als Projekt. Und wer jetzt mal mit Regeln sich so, überlegt euch mal, ihr macht irgendeinen Prototyp mit Regeln. Ihr sagt, hey, ich habe einen Auftrag, den will ich durch in so eine Regelmaschine schmeißen. Die Regelmaschine soll mir erstmal sagen, hey, ist dieser Auftrag überhaupt gültig? Im zweiten Schritt soll sie mir sagen, hey, gibt es da sowas, mache ich nachher als Beispiel, gibt es da irgendwelche Discounts für den Kunden oder muss ich irgendwas Besonderes tun? Also was kann eine Regelmaschine machen? Da habe ich vielleicht so einen Ablauf drin, welche Regeln ich in welcher Reihenfolge auch ausführen möchte. Ja. Sowas hat Joules gemacht. Und dann haben sie irgendwann was Interessantes gemacht, nämlich sie haben gesagt, hey, aber an gewisser Stelle im Prozess, damals hatten sie noch keinen Prozess, aber an gewisser Stelle in dieser Kette möchten wir doch Menschen auch was entscheiden lassen. Und dann, das ist so was Interessantes, was wir auf der ganzen Workflow-Ecke ja kennen, eine Prozessmaschine hat Zustand. Ja, ich schreibe in die Datenbank, hey, ich stehe gerade da, der Mensch muss was tun, sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Das hat Joules allen gebaut und dann gab es dort innerhalb von JBoss 2 Workflow-Maschinen.
Ja, und das ist so eine Situation, wo wir heute stehen. Es gibt dann, was ich euch heute zeige, wer kennt Activity schon? Die Fragestunde ist gleich vorbei. Okay, es sind auch ein paar, dann erzähle ich euch da vielleicht nicht so viel Neues. Activity, neues Open-Source-Projekt, komme ich gleich mal zu, gibt es jetzt seit einem guten Jahr eigentlich, ist eine wirkliche BPMN 2.0 Engine. Also wir können dort BPMN 2.0 Prozesse ausführen, das war in JBPM noch nicht so. Ist aber technologisch sehr stark angelehnt an JBPM. Ja, auch das Team, was dahinter steht letztendlich, steht jetzt hinter Activity. Und das Interessante ist jetzt, dass es auf der Joule-Seite inzwischen auch eine Workflow-Engine gibt. Und wenn ihr da mal rumguckt, gibt es, ihr findet sowas wie JBPM 5. Ja, was eigentlich technisch Joules Projekt ist, mit witzigerweise JBPM 4 überhaupt nichts zu tun hat. Ja, und das ist so ein bisschen die Situation, in der wir uns gerade befinden. Wenn das interessiert, der frage mich nochmal im Detail. Aber es macht es interessant. Das heißt, worüber ich heute spreche, ist einerseits BPMN 2.0 als Notation, andererseits Activity als Workflow-Maschine und als drittes Joules als Rule Engine. Ja? Ich hoffe, ihr seid alle noch dabei. Gut, um das Ganze komplizierter zu machen, spreche ich noch über eine weitere Sache heute, vielleicht auch der ein oder andere schon gehört, nämlich, was wir gerade machen, eigenes Projekt, nennt sich Camunda Fox. Letztendlich produktisieren wir auf der einen Seite Activity und bauen so ein bisschen, was ich gesagt habe, diesen Java i6 Stack drumherum, den zeige ich euch nachher mal. Okay, maximal verwirrt, sehr gut. Immer eine gute Grundlage, nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, jetzt fangen wir wirklich mal an. Jetzt gucken wir uns das mal am Beispiel an. Gut. Ich habe mir ein Beispiel mal ausgedacht. Das ist jetzt nicht sonderlich innovativ oder nicht sonderlich kompliziert, aber ich denke, es eignet sich ganz gut, um ein paar Sachen mal zu zeigen. Wir nehmen uns mal den Prozess. Könnte sein, die Fachabteilung liefert und sowas. Ne? Sowas wollen wir haben. Wir sagen, hey, wenn ein neuer Auftrag reinkommt, das ist jetzt BPMN, Startereignis, dann entscheiden wir erstmal, das ist zum Beispiel ein Gateway in der BPMN, XOR. Ja, also wir sagen, entweder hat das einen Auftragswert größer 1000, dann kriegt das einen Discount von 3% oder 10.000, 5%. Ne, großer 99.000 kriegt irgendwie 7%. Dann muss das nochmal irgendjemand manuell approven. Also ihr seht so diese kleinen Icons. Das hier ist ein User-Task, das macht ein Mensch. Das hier ist ein Script, das passiert irgendwie in der Engine. Wenn der das approved hat, dann schicken wir irgendwie dem Kunden eine E-Mail, dass er jetzt irgendwie seinen Auftrag approved ist. Und wenn nicht, dann löschen wir den Auftrag auch wieder. Soweit? Gibt's Fragen? Ihr fragt bitte einfach sofort, also wir kriegen das irgendwie unter, auch wenn die Zeit natürlich eng ist. Guter Prozess. Ah, Moment, ich habe mir extra noch ein tolles Bild dafür rausgesucht. Na, guter Prozess. Oha. Ja, jetzt wäre der Moment, wo ihr kurz mitmachen müsst. Es ist eine Fangfrage natürlich, klar, das kann man vermuten, aber würdet ihr sagen, guter Prozess? Wer sagt ja, machen wir es mal, zwingen wir euch mal. Wer sagt guter Prozess, jetzt traut sich gar keiner. Wer sagt nein? Jetzt könnte ich mir einen raussuchen, warum nicht? Ich meine, dass man diese Entscheidungslogik hier hinten eben als Regeln ablegen könnte, weil genau. Das sich ständig ändern. Genau, das ist ganz genau der Punkt. Also eigentlich wollen wir das nicht unbedingt haben, also es kann sein, vielleicht macht das Sinn, aber typischerweise, wenn man sich Prozesse anguckt, ist diese Grundstruktur sehr, sehr stabil. Also die kann ich nicht jeden Tag ändern, da hängt viel zu viel dran. Aber genau solche Regeln werden sich natürlich ständig ändern. Also dann mache ich neues Ding, neue Aktion, whatever. Das heißt, was wir eigentlich machen wollen, ist versuchen, so einen Prozess rauszukriegen. Ja, also das wär mir erstmal der wichtige Denkanstoß, zu sagen, hey, die Regeln und Prozesse sind schon eigentlich zwei verschiedene Paar Stiefel. Typischerweise Prozesse auch sehr stabil. Und die Regeln, naja, die will ich dann ja eher auch in einem anderen Format hinterlegen. Ich zeige es euch in der Demo mal anhand einer Regeltabelle. Ihr werdet sehen, Joules kann auch noch andere Varianten. Macht, hoffe ich, soweit erstmal Sinn. Das ist unser Beispiel. Das wollen wir jetzt sozusagen mal live umsetzen. Ich habe versucht, noch eine Sache an der Stelle mit reinzubringen, euch mal mit auf den Weg zu geben. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen dieses Ding bauen,
Ja, typischerweise leben wir ja in irgendwie so einem in einer Entwicklungsumgebung, in einem Prozess auch quasi beim Entwickeln selber. Eat Your Own Dog Food, wir haben das auch hier mal im BPMN modelliert. Ich gehe ganz schnell drüber, also es ist auch gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Eigentlich, wenn wir so ein Projekt initiieren, sagt mal irgendjemand, hey, wir bauen hier was, ja, wir nennen das Process Solution oder Process Application, dann geht es ja typischerweise in so eine Art Spezifikationsphase, da wird auch eben der Business Analyst rumlaufen, wird mal einen BPMN-Prozess aufnehmen, das haben wir gerade gesehen. Ja, der überlegt sich auch, die Regeln rauszuziehen, typischerweise. Dann werden wir das mal umsetzen, das werden wir jetzt auch tatsächlich mal live machen. Im nächsten Schritt wird dann oft nochmal klar getestet, eher von der fachlichen Seite. Also wir könnten uns überlegen, im Scrum wäre das jetzt so ein Sprint. Ja, also hier bin ich im Planning, dann legt das Team los, das Team im Review stellt mir alles vor und dann sage ich, okay, wir gehen in eine neue Iteration, nächste Features oder wir setzen das live. Ich denke, soweit hoffe ich nachvollziehbar. Eine Sache, die durchaus interessant ist, und ich versuche den Bogen am Schluss nochmal dahin zurückzuspannen, ist, dass wir, wenn wir uns das angucken, ja einfach sehr, sehr verschiedene Tools auf dieser ganzen Ebene einsetzen. Also wenn ihr mit einem Business-Analysten sprecht, typischerweise auch sowas wie Regeltabellen werdet ihr eher in Excel oder in Word kriegen. Prozesse natürlich auch nicht unbedingt im Eclipse schon gehackt, was wir auch gleich sehen, sondern gibt es andere Tools. Wir machen viel mit Signavio. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Sowas wie User Stories werdet ihr irgendwie in einem Issue-Tracker finden. Also wir machen viel mit Jira, aber das kann jetzt beliebiges sein. Und als Entwickler fühlen wir uns natürlich in unserer Welt wohl. Ne? Also da wollen wir ein Maven-Projekt, das soll irgendwie im SVN oder in Git liegen. Da haben wir unseren Eclipse-Editor. Und die Frage ist natürlich, wie kommt das alles zusammen? Und ich versuche jetzt eine zweistufige Demo zu machen. Und ich habe mir relativ viel vorgenommen. Wir versuchen es einfach mal, weil ich gerne viele live mache auch. Und ich bitte euch, Fragen zu stellen, wenn ihr Fragen habt. Das heißt, ich springe jetzt einfach mal rüber. Ich habe hier so ein paar Sachen offen. Das wird sich natürlich ausgelockt haben in der Zwischenzeit. Ich habe auch festgestellt, dass WLAN hier ist ein bisschen krätzig, was mir nicht unbedingt entgegenkommt. Aber ich habe mir was vorbereitet und ich habe diese Prozesslösung hier schon mal angelegt. Das ist jetzt ein Tool aus dem Camunda Fox Stack, also das, ich komme gleich nochmal drauf zurück, nennen wir Cycle. Ich kann mir dort zum Beispiel, habe ich eine Sache gemacht, nämlich ich habe den Prozess, ja, also wir stehen an dieser Schnittstelle, wir wollen jetzt nur noch implementieren, wir sind ja gerade die Techies. Das heißt, der wurde schon mal tatsächlich umgesetzt. Ich kann mir den hier auch mal ganz anschauen. Kommt uns bekannt vor. Und was ich hier zum Beispiel machen kann, das habe ich hier auch mal gemacht, ich habe hier auf dem Prozessmodell, ihr seht das hier vielleicht auch zum Beispiel schon links angelegt, nämlich zu meinen Regeln, die ich jetzt mal, da habe ich ein bisschen geschummelt, gebe ich zu, einfach mal das Bild hinterlegt habe. Ja. Könnte man sich jetzt aber, ich habe das Excel daneben gelegt, könnte man sich einfach vorstellen, das kriege ich jetzt so ein bisschen als Anforderung rein. Also mir geht es an der Stelle nur darum, dass ihr mal so die Idee kriegt, wenn wir über BPMN und BPM und Regeln sprechen, uns geht es eigentlich um Business IT Alignment, das heißt, uns geht es eigentlich darum, wie haben wir eine Kommunikationsgrundlage auch mit diesem BPMN-Modell, um mit einem Fachbereich zu kommunizieren. Ja, und das ist sowohl die Motivation für BPM als auch für Rules. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. So, der erste Schritt, und das zeige ich euch jetzt mal kurz, damit wir jetzt auch wirklich in die Technik abdriften. Ich lege mir jetzt erstmal einen Folder an, den nenne ich jetzt mal, keine Ahnung, Impel VX, den nennen wir Order Confirmation VX, um hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ich sage jetzt quasi, wo will ich eigentlich mein Implementierungsprojekt hinhaben? Das packe ich mal bei mir ins SVN. Und dann kann ich so, ja, das meinte ich mit, das WLAN ist leider ein bisschen krätzig, und dann kann ich so Dinge machen wie, erzeuge mir doch mal ein Entwicklungsprojekt dafür und, ich zeige euch gleich, was dabei rauskommt, und welche Prozesse möchte ich denn hier eigentlich umsetzen? Ja, also ich möchte jetzt diesen Prozess ja tatsächlich mal technisch mit Activity bauen und dafür legt er mir jetzt im Hintergrund, und das ist so ein bisschen die Grundidee hinter diesem Cycle-Tooling, also SVN ist wirklich langsam gerade, legt er mir im Hintergrund ein komplettes Projekt-Template an. Ja? Und die Idee ist jetzt einfach,
dass wir hier an dieser Stelle so ein bisschen die Sachen zusammenkriegen. Wir haben die Anforderungen, wir haben das Implementierungsprojekt, wir haben hier BPMN, wir haben da unten ein ausführbares BPMN, das zeige ich gleich mal. Und Cycle weiß eigentlich noch, wo und wie das zusammengehört. So, keine Angst, das wird noch deutlich technischer, dann bin ich schon eins weiter. Also, ich bin jetzt mal in meinen Eclipse gesprungen, also ich bin jetzt Entwickler, ja, also ich habe den Hut gewechselt gerade. Ich check mir das mal aus. So, krieg hier tatsächlich Maven-Projekt. Na, ihr seht, ich weiß auch gerade nicht, was ich zur Belustigung zwischen rein quatschen soll, also von dem her lassen wir es vielleicht einfach da. Haben wir das? Was er jetzt gemacht hat, er hat mir da rein, hoppala, falsch geklickt, mein Prozessmodell wieder kopiert. Ja? Also da seht ihr so eine Kleinigkeit, das haben wir hier vorher auch kurz gesehen. Das ist eigentlich das Schöne am, jetzt lässt mich meine Clips auch noch in Stich, das ist unfair. Das Schöne ist eigentlich an der Stelle, das ist BPMN 2.0. Also auch wenn ich aus einem anderen Tool kam, wie gerade aus dem Signavio, oder wir haben einen Kunden, der ist gerade mit dem Enterprise-Architekt, der ab 9 auch sowas wie BPMN 2.0 kann. Wenn ihr ein anderes Tool habt, auch das kann so ein XML schreiben. Dieses XML ist standardisiert. Das ist BPMN 2.0 Standard. Ja, da seht ihr wieder irgendwie so diesen Start-Event, User-Task, so, das kennen wir alles. Und weil das so ist, na, nicht mal zumachen mag es mir, kann ich den eben auch hier in meinem Eclipse Designer, das ist jetzt, das kommt beim Connectivity mit, auch wieder aufmachen. Ja? So. Jetzt würde ich das Ding natürlich gerne automatisieren. Ja? Erster Schritt, wir wollen mal den Prozess automatisieren. Wir wollen ganz schnell ihn einfach mal kurz zum Laufen bringen, damit ihr mal so eine Idee habt, wie es aussieht. Ich muss dazu so ein paar Sachen, muss ich mir da dran packen. Das erste wäre zum Beispiel, hier steht sowas wie Approve Order, na, da soll irgendjemand einen Auftrag freigeben, muss ich ihm natürlich sagen, wer soll das sein? Das mache ich hier drin einfach mal. Ihr hättet hier verschiedene Möglichkeiten, das gibt der BPMN-Standard auch mit, also ihr könntet sagen, ich assigne es einem User, ja, also du Bernd, du approvest ihn, oder du Vorgesetzter von irgendjemandem, oder ihr sagt, das ist eine ganze Gruppe, ja, also die QA oder der Vertrieb oder der Sales oder whatever. Ich mache es jetzt mal hart. Wir haben so ein paar Demo-User im Activity. Das heißt, wir assignen das mal immer Kermit. Immer Kermit wird jetzt diese Sachen approven. Es gibt so eine Kleinigkeit, die in Activity noch drin ist. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir müssten jetzt auch so gewisse Formulare, wir wollen das gleich in der Webanwendung durchklicken. Ja? Also ich brauche so Formulare. Welche Daten gebe ich denn rein? Ne? Auftrag zum Beispiel. Und ich muss dem hier anzeigen, was er approven soll. Und dafür gibt es so einen ganz einfachen Form-Property-Mechanismus in Activity. Also ich würde ihm zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob ich es ganz machen will, wer will hier was bestellen, weil wir wollen eine E-Mail verschicken. Nee, wollen wir eigentlich nicht. Das ist mir jetzt fast zu ätzig. Na, egal. Und kann sagen, hey, die will ich lesen, die will ich schreiben und das ist auch ein Muss-Feld zum Beispiel. So. Ich würde es jetzt mal dabei belassen, also ihr könntet euch jetzt mehrere Properties vorstellen, ne, mit Auftragswert und sonstigen Kram. Ich springe gleich für den zweiten Teil der Demo in ein vorbereitetes, fertiges Ding, also deswegen will ich es nicht ganz bauen. Ich will euch nur so einen Eindruck geben, was da dahinter steckt. Approve Order mache ich das gleiche, also da würde ich zum Beispiel die E-Mail wieder reingeben. Diesmal nicht veränderbar, also der soll die nur sehen zum Beispiel. Und ich kann sowas reingeben wie approved. Ja, das soll diesmal ein Boolean sein, also er soll sagen, ja, nein, vielleicht. Machen wir mal so. Und dann, jetzt kommen wir wieder in die BPMN. Die BPMN kennt für diese XOR-Entscheidung, ne, wo gehe ich lang, welchen Weg muss ich nehmen, kennt sie sogenannte Expressions. Und Activity im Speziellen benutzt als Expression die Joule Expression Language, also der ein oder andere wird die kennen, also aus JSF oder ähnlichen, diese Java Unified Expression Language. Das heißt, wir können einfach sagen, Prozessvariable approved, die haben wir gerade über dieses Formular gesetzt, ja? Oder den anderen Weg gehen wir, wenn wir nicht approved haben. Okay?
Jetzt habe ich diese Service Tasks, heißen sie so schön. Also ich kann an dieser Stelle sage ich, hey, hier soll ja Joules aufgerufen werden. Das zeige ich euch gleich auch, wie wir das machen. Aber für den Moment will ich das mal, wegmocken ist jetzt irgendwie zu viel gesagt. Aber ich hänge da einfach nur mal eine Klasse dran, die uns so ein System Out schreibt. Ja, hier würden wir was tun. Um ein bisschen Geschwindigkeit hinzukriegen. Activity kennt ein Interface. Oh, da ist es schon, sehr gut. Ein sogenanntes Java Delegate. Einfache Execute-Methode. Und das ist quasi Java-Code, den ihr schreiben könnt. Also da kann ich jetzt reinschreiben, was ich will. Ja, also ich schreibe jetzt einfach mal irgendwie, keine Ahnung, get ID mal so. Ja, also da nichts Tolles, der macht jetzt ein Sys-Out. Und das Interessante ist, dieses Delegate kann ich jetzt an die verschiedenen Stellen hier im Prozess auch wieder ranhängen. Das heißt, wenn wir nachher eine Prozessinstanz haben, die wir machen es über Web, die wir hier starten, da durchschieben, dann wird quasi der Java-Code ausgeführt und dann erst läuft der Prozess weiter. Und das gleiche mache ich jetzt hier hinten auch einfach mal. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich muss da was ranhängen, sonst ist der Prozess nicht gültig. Okay, ja. Noch keine Logik drin, aber dazu kommen wir gleich. Bitte? Geht das auch asynchron, der Code ausgeführt wird, aber der Prozess trotzdem machen wird? So rum nicht. Also ich müsste dann mir was überlegen über meine Infrastruktur, also beispielsweise über JMS oder ich kann, was weiß ich, Camel wird gerade viel dran gehängt, da mache ich es über Camel oder whatever. Was ich machen kann, theoretisch, ich kann der Prozessmaschine sagen, Activity, erstmal hier zu stoppen, in die Datenbank zu schreiben und dann in der neuen Transaktion weiterzumachen. Also so ein paar Sachen kann man da durchaus steuern. So, ich habe hier so einen kleinen Arndt-File, der wird mir hier mitgeneriert. Was das Ding jetzt macht, ist eigentlich nichts Tolles. Es baut mir einen var-File, warum, komme ich gleich nochmal drauf, und kopiert mir das hier in meinen Server. Jetzt muss ich nur den richtigen finden. Ja, der sieht gut aus. Also da seht ihr, da habe ich den gerade irgendwie deployed. Ja, da habe ich wahrscheinlich vorhin irgendwie rumgespielt. Typisch. So, und was ich jetzt mal machen würde, jetzt würde ich eine Sache, der hat mich wahrscheinlich hier auch ausgelockt, gar nicht mal, gehe ich in was rein und das ist was, das kommt bei Activity erstmal mit, das ist der sogenannte Explorer, das ist im Prinzip, wenn ihr möchtet, die End-User-Oberfläche. Ja, also ihr habt jetzt irgendwelche, wie man so schön sagt, prozessbeteiligten Sachbearbeiter, die sollen jetzt hier drin arbeiten. Dann haben wir hier unseren Prozess, den wir gerade deployed haben, den sehen wir. Und jetzt kann ich so Dinge wie machen, wie starte mir doch eine neue Instanz von dem Ding. Ja? Und dann seht ihr dieses Property wieder, was ich da vorhin angegeben habe. Ich soll ihm jetzt meine E-Mail geben. Na gut, machen wir mal. Also ich habe keine E-Mail verschickt, dann ist es eigentlich langweilig. Ich kann ihm jetzt sagen, start process instance. Und jetzt habe ich hier sowas, also ihr seht, ich bin hier eingeloggt als Kermit. Und ihr erinnert euch, das hier soll Kermit tun. Das heißt, wenn ich auf meine Taskliste gehe, sehe ich, oh Wunder, ein Approve Order Task, eine Aufgabe. Ich kann mir auch nochmal reinschauen und sehe, ah, da soll ich gerade in diesem Prozess, in dieser Instanz was machen. Ja. Also weit zieht es einem ja noch nicht total die Butter vom Brot, aber dass wir mal so ein bisschen Common Ground haben. Das wäre die Aufgabe sozusagen. Ich kann jetzt sagen, approved, ja oder nein, und dann läuft er halt weiter. Jetzt ist der Prozess entsprechend auch beendet. Das sehen wir hier jetzt nicht. Und wir haben gesehen, ne, wir sind zweimal durch dieses Sys-Out gekommen. Soweit erstmal die erste schnelle Demo. Also worum es mir jetzt ging, ist, dass ihr so einen Eindruck bekommen habt, wie es ganz grundsätzlich die Engine tickt. Auch wie man relativ schnell damit wirklich auch was machen kann. Das ist schon ganz nett. Was ich jetzt auch machen könnte, aber in Anbetracht der Zeit nicht mehr tue, wenn ich hier zum Beispiel jetzt im Prozess Sachen geändert hätte, ich befinde mich hier gerade im SVN, haben wir auch noch einige Logiken drin hier in Cycle, um zum Beispiel die Änderungen, die sich hier unten abgespielt haben, auch wieder in unser Prozessmodell im anderen Tool, im Signavio in dem Fall, zurückzuholen. Ja, also solche Dinge stecken hier noch drin. So. Gucke ich mal auf die Zeit. Ich glaube, wir sind ganz gut. Ich habe mich ein bisschen beeilt, um für den eigentlich spannenderen Teil mehr Zeit zu haben.
Ich traue mich kaum noch eine Frage ins Publikum zu stellen, aber im Prinzip wäre jetzt die Frage, hey, ist das cool? Wer sagt, ist cool? Na, immerhin ein paar. Hat irgendjemand irgendwie Stress oder was völlig vermisst? Ja, irgendwas will er jetzt hören. Ne? Nein, aber das ist schon mal schön, um irgendwie schnell zu starten, keine Frage, aber wir haben ja jetzt ganz viele Aspekte gerade ausgeblendet. Ja, also ich habe einmal solche Form-Properties verwendet. Also ich weiß nicht, wer von euch das im realen Projekt verwenden will, aber ihr werdet ja jetzt nicht euer Auftragsobjekt in einzelne Strings zerlegen und da reinjagen. Ja, also das ist wahrscheinlich relativ untypisch. Ich kenne auch aktuell niemanden, der diese Oberfläche tatsächlich produktiv verwendet oder seinem Fachbereich vorsetzen möchte. Ja, also wir haben auch dieses ganze Thema, ich weiß nicht, was habe ich um den Prozess drumherum noch? Die Regeln haben wir noch nicht gemacht, auch klar. Wir haben vielleicht noch Entitäten im Prozess. Also wir haben ganz, ganz viel außen vor gelassen. Und das möchte ich euch jetzt einfach in einer zweiten Demo, die ich hier habe, einfach mal zeigen. Ich habe es mir tatsächlich überlegt. Also ich habe die Demo, die ihr jetzt seht, gestern im Zug zusammengehackt. Also von dem her, es dauert nicht lange, es ist nicht kompliziert. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich es live mache, aber dafür war es dann doch ein bisschen zu haarig. Wen die aber interessiert, die ist bei uns öffentlich auch im SVN verfügbar. Also sagt mir Bescheid, kriegt ihr die URL. Und was ich dort gemacht habe, ist diesen Prozess jetzt einfach mal fertig zu machen. Und was heißt fertig? Ich bin jetzt mal einfach davon ausgegangen, ihr habt das vorhin vielleicht hier unten gesehen. Ich habe hier einen JBoss 7, aha, interessant, okay, warum? Ich habe den jetzt mal komplett in einem Java EE 6 Stack zusammengebaut. Das heißt, ich habe eine JSF-Oberfläche darüber gebaut, nicht diesen Task Explorer, sondern JSF. Ich habe die Funktionalität auch nicht in diesen Delegates mit Activity Interface gebaut, sondern in CDI Beans, die ich dann im Prozess referenziere. Und ich habe mir noch so ein paar Entitäten dazu gebaut, ne, sodass ich wirklich einen Auftrag persistiere. Und ich habe natürlich Jules angebunden. Ja, also das sind die Sachen, die ich mal gemacht habe. Und dann muss ich sagen, haben wir inzwischen gerade also mit JBoss 7 schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Hat jemand JBoss 7 schon was mitgemacht? Oh, das sind ganz wenig. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist spannend. Und ich zeige es euch mal aus User-Perspektive. So, also, jetzt kommt mir nicht mit, das Design ist aber scheiße, das weiß ich. Aber ich bin sehr stolz drauf, dass ich es komplett zum Laufen gekriegt habe. Also ich bin auch kein HTML-Mensch, muss ich sagen. Ich zeige euch gleich, was dahinter steckt. Und was ich mal gebaut habe, ist alles, was ich dafür brauche, sozusagen. Ja? Also ich habe mir meine eigene Taskliste, eine eigene Aufgabenliste gebaut. Ist jetzt noch nicht so spannend, ist nichts drin. Ich habe mir auch mal eine Orderliste gebaut. Habe ich irgendwelche Orders in meine Datenbank gesteckt? Ist auch noch nichts drin. Und dann habe ich mir mal eine Sache gebaut. Ich möchte einen neuen Auftrag aufgeben. Ja, und ich gehe mal zurück in die Folie, weil ich habe mir hier eine zur Hilfe mal gemacht. Vielleicht sollte ich es euch zumindest groß machen. Und die Idee ist jetzt, wenn ich hier Place New Order sage, ja, dann wird eine neue Prozessinstanz gestartet, genau mit dieser Order. Und ich habe die Order aktuell vorher tatsächlich über so einen CDI-Service, in dem Fall eine EJB, als Entität auch wirklich abgelegt. Also der Prozess hat nicht die Order-Daten, der Prozess kennt nur eine Order-ID. Und dann tickere ich mich so durch, dann habe ich meine Taskliste, die kann mir alle Aufgaben anzeigen, die gerade angelegt wurden. Wenn ich die sage, ich möchte die bearbeiten, bekomme ich auch ein JSF-Formular, was ich konfiguriert habe, welches ich für diese Aufgabe haben möchte. Und wenn ich dann sage, ich bin fertig, dann geht die Kontrolle wieder an den Prozess und der kann eben letztendlich durchlaufen. Ja, das ist das, was ich gebaut habe. Ich zeige es euch mal kurz, wie es aussieht. Ich habe mich etwas auch in den Daten beschränkt. Ich habe mal nur einfach gesagt, hier, ich kann was bestellen. Richtig. Spannend. Ja. Ich habe einen Amount. Ja, also ich sage jetzt einfach, für wie viel Geld ich bestelle, nicht was. Das ist jetzt nicht unbedingt realistisch, aber ausreichend. Wir haben die Regeln ja noch gar nicht beachtet. Ja. Ich habe hier oben noch so einen Knopf. Edit Rule Base. So, jetzt wird es interessant. Für die Regeln zumindest. Was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mir auch so eine kleine Tabelle gebaut. Da stecken Entitäten dahinter, JPA-Entitäten, um meine einzelnen Regeln inhaltlich zu erfassen.
Ganz normale Regeltabelle. Ja. Hätte ich auch als Excel machen können. Kann Joules übrigens lesen. Wenn ich das als Excel mache, könnte ich es in Joules reinschmeißen. Das geht. Hat seine Vor- und Nachteile. Also ich bin fast mehr Fan davon, das so zu machen, wenn ich Regeln tatsächlich als Tabelle schreiben möchte. Ich habe hier einen Knopf drunter gemacht, ihr seht das. Und da unten kommt sowas, wer Joules nicht kennt, habe ich gefragt, wer kennt Joules? Das sind auch viele. Warum seid ihr alle da? Das ist interessant. Wer Joules kennt, der kann das da unten vielleicht auch lesen. Nämlich, was hier drin steckt. Das ist die sogenannte Joules Rule Language. Ja, DRL falls. Das heißt, was ich Ihnen hier sage, ist, hey, wenn ich, worum geht der hier nicht? Ah, jetzt. Wenn ich einen Auftrag habe, ja, und der hat eine Mountgröße 99.000 und kleiner gleich, okay, ich musste eine Obergrenze angeben, weil ich so Tabellenform hatte und keine Lust hatte, das noch irgendwie auszunallen oder sonst was. Da war ich dann zu faul, muss ich gestehen. Wenn ich den Auftrag habe, dann möchte ich darauf einen Discount setzen. Und ich möchte mir auch merken, welche Regel zum Beispiel diesen Discount gesetzt hat. Ja, die hat hier oben so einen Namen. Erstmal ganz banal, oder? Also einfach. Das ist die Joules-Sprache. Die ist relativ mächtig. Also die gucken wir uns heute jetzt nicht irgendwie in der Gesamtheit an. Also ihr könnt da sehr, sehr komplizierte Dinge mitmachen. Und Joules braucht immer diese Sprache, damit die Regelmaschine arbeiten kann. Und was ich jetzt einfach im Hintergrund gemacht habe, ich habe diese Regeltabelle in dieses DRL-File übersetzt. Ja, und das kann man sich auch mal anschauen. Wir machen hier mal was dazu. Ja. Wir sind mal wert, das ist toll, wir machen auch für kleinere Orders irgendwie einen Discount und zwar 1%, keine Ahnung. So, jetzt steht er hier drin. Und jetzt kann ich, wenn ich meine Rulebase update, genau, dann wird einfach dafür auch eine Regel mit generiert. Ja? Und das ist jetzt im Hintergrund, was er auch wirklich benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt mal eine neue Order reinbaue, zeige ich euch mal. Jetzt machen wir einfach mal 500. Speichere ich das? Jetzt ist erstmal nicht viel passiert, ne? Aber wenn ich auf meine Aufgabenliste gucke, sehe ich erstmal, jetzt gibt es hier wieder diese Aufgabe Approve Order. Jetzt zeige ich euch eine Kleinigkeit noch am Rande, was wir auch bei uns im Stack haben. Warum ist das jetzt auch größer geworden? Das ist ja nicht so schön. Muss ich mir wahrscheinlich auch neu einloggen. Haben wir auch ein bisschen Monitoring? Na. Da könnte ich auch gewisse Filter setzen, will ich jetzt alles mal nicht machen. Aber da sehe ich meinen laufenden Prozess. Ja, auch wieder mit, wo stehe ich, ein paar Zusatzinformationen, Prozessdaten, die ich jetzt auch verändern könnte. Da sieht man zum Beispiel, zu dieser Prozessinstanz gehört nur die Order-ID, nicht irgendwie ein Order-Objekt. Halte ich mal offen, weil wir es gleich nochmal brauchen. Das heißt, ich habe hier wirklich eine laufende Prozessinstanz. Ich kann übrigens in den Explorer hier reingehen, die gehen auf die gleiche Datenbank. Na, da sehe ich jetzt diese Aufgabe auch. Ja, also, das ist ja nicht entweder oder. Gehe ich auf Complete, sehe ich entsprechend, wir haben einen Discount von 1 bekommen. Ja? Also das hat schon mal funktioniert. Ich zeige euch echt gleich noch, wie ich den ganzen Graben implementiert habe. Wir machen mal noch eine größere Order. Wow. da habe ich irgendwas vergessen, da hat mir JSF ein Bein gestellt. Genau, also das war, hat er irgendwie die E-Mail nicht genommen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich nur klicke und nicht richtig da rausgehe, dass das nicht ins Formular übertragen wird. Fragt mich was. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt meine Kernkompetenz. Dann haben wir eine zweite. Die hat 3% Discount gekriegt. Also Joules hat schon mal irgendwie hier funktioniert. Ist die Order okay, dann klicke ich mal auf gut, dann ist die hier auch raus. Ich kann es euch jetzt noch beweisen, dass ich hier eine E-Mail gekriegt habe. Irgendwo hier, na danke. Genau, also hier, die Order 10 was approved, this country, small orders, bla. Ja, also, ihr habt mal gesehen, das funktioniert. So, also von dem her ist es auch nicht so schlimm, dass es hässlich aussieht, das tut. Egal. Aber ich möchte euch jetzt natürlich eigentlich zeigen, was habe ich dafür gemacht. So, dann mache ich mir hier mal ein bisschen Platz. So, und hier habe ich eine kleine Java i6 Anwendung, wie gesagt.
Womit fangen wir an? Wir können mal mit dieser Aufgabenliste anfangen. Ja? Wie habe ich denn die Aufgabenliste bekommen? Und ich zeige euch zuerst mal, was habe ich als JSF gemacht, weil das ist nämlich schön, weil das ist super wenig. Ja, also kann man vielleicht lesen, ich habe hier eine Taskliste. Das habe ich euch gar nicht gezeigt, aber ich hatte hier oben so einen Input-Box, wo ich sagen kann, hey, Taskliste für wen? Ja, also aktuell für alle. Ich könnte das auch nur für Kermit machen, dann ist auch noch gut, aber wenn ich jetzt für Bernd mache, dann kriege ich halt nichts. Ja, also. Das hatte ich hier reingebaut, das ist jetzt eher langweilig, aber das ist meine Taskliste, das heißt pure JSF, ich habe einen Data Table, ich bekomme von irgendeiner Bean, die ich euch gleich zeige, eine Taskliste und dieser Task hat halt gewisse Attribute. Könnt ihr mir folgen, ja? Ihr müsst sonst echt fragen. Damit ich hier hinten so einen Link bekomme, ihr seht das vielleicht, wir können das mal machen, steckt hier hinten die Task-ID drin. Und welches Formular das ist, seht ihr hier, holt er sich über irgendeinen Mechanismus im Hintergrund. So, was steckt dahinter? Ganz billige Geschichte. Kleine CDI-Bean, ja, also nicht meine EJB, ganz normale CDI-Bean. Ich sage ihm eine Taskliste, jetzt wird es interessant. Jetzt gibt es hier so zwei Services und wenn man da drauf geht, hier vorne, dann seht ihr, die kommt von Activity. Es gibt in Activity ein eigenes CDI-Modul, um genau solche Sachen möglich zu machen. Also Anmerkung am Rande, das gibt es für Spring auch. Also ob ihr jetzt CDI oder Spring verwenden wollt, ist relativ egal, aber ihr könnt euch sowas relativ einfach injizieren lassen. Und dann kann ich diesen Task-Service, das ist jetzt API zur Engine, auch einfach mal fragen, hier gib mir mal doch die Taskliste für den Current User, den ich da oben eingetragen habe. Na, oder den angemeldeten User oder seine Gruppen oder das ist jetzt, liegt ja in eurer Hand. Oder wenn ich da keinen ausgewählt habe, gib mir einfach alles. Na, das ist eine Liste von Tasks, die ich dann in JSF in diesen Data Table gebunden habe. War schon mal einfach, oder? Fein. Diesen Form Key, auch das hier, Activity API, ich kann mir irgendwie so ein Formular Schlüssel von Activity geben lassen. Okay, zeige ich euch das vielleicht kurz mal den Prozess dazu. Wie gesagt, ihr könnt alles euch, nachher, morgen, nächste Woche einfach runterladen, mal selber durchgucken, dann habt ihr ein bisschen mehr Zeit. Wobei ich gerade diesen Approve Order zum Beispiel, wo steckt das drin? Wenn ihr hier reinguckt, seht ihr hier, da habe ich konfiguriert, welches JSF-Formular will ich denn verwenden, um das Ding nachher anzuzeigen. Also das hole ich mir zur Laufzeit einfach von dort wieder raus. Also relativ banale Geschichte eigentlich. Ihr seht, machen wir mal den nächsten Schritt, dieses Apply Discount Rules habe ich jetzt tatsächlich auch implementiert. In meinem Fall habe ich jetzt nicht mehr dieses Delegate von vorhin verwendet, Java-Klasse, sondern eine Expression. Ich hoffe, man sieht die hinten noch. Ich ziehe es mal noch weiter rauf. Das ist jetzt eine CDI-Bean, die gucken wir uns gleich an. Und da habe ich gesagt, jetzt bitte regeln. Applyen. Ja? Also einfache CDI-Bean. Auch da wieder das gleiche Thema. Wenn ihr in der Spring-Umgebung unterwegs seid, könntet ihr hier genauso auf Spring verwenden. Das hindert euch niemand daran. Wie sieht diese Order-Bean aus? Ich glaube, das ist so eins der letzten Sachen, die ich euch da zeigen möchte. Nichts Spannendes, auch da CDI-Bean, eine EJB draus gemacht, weil wir irgendwie hier mit Entitäten rumhantieren, also Transaktionen brauchen. Und das ist übrigens auch krass, ja, also da war I6 mit JBoss 7, also das ist alles, was ich brauche, um da unten Transaktionen zu kriegen. Also mehr ist das nicht. Da ist auch kein Interface mehr dran, kein Hassle, ist relativ easy. Ich muss zugestehen, ich habe jetzt kein großes Layering gemacht. Also da kann man jetzt drüber streiten, ob man das gut oder schlecht findet. Da streitet die Welt ja auch gerade drüber, ob man das gut oder schlecht findet. Aber da habe ich so Dinge, auch sehr interessant, hier habe ich so ein Inject Business Process, das kommt jetzt aus CDI Activity. Ja. Damit bin ich, und das sind so ein bisschen eigene Scopes in CDI, also damit bin ich immer mit dem aktuell laufenden Geschäftsprozess, in dessen Umfeld ich mich da befinde, auch tatsächlich verbunden. Na, und dadurch kann ich so Dinge machen wie bei Apply Rules zum Beispiel, hole ich mir die eigentliche Order Entity,
die ich, und das ist jetzt übrigens der Jules-Code, das ist auch alles, was ich eigentlich, naja, okay, da steckt noch ein bisschen was drin, das zeige ich euch gleich, aber das ist eigentlich alles, was ich brauche, um Jules anzusprechen. Ich baue mir so einen sogenannten Working Memory auf, damit kommuniziere ich mit der Regelmaschine. Ich packe die Daten, die Fakten rein, auf denen die Regelmaschine arbeiten soll, das ist in dem Fall mein Auftrag, und dann sage ich ihm, dass er es tun soll. Und dann räume ich wieder ab. Also, easy. Wo kriege ich meine Auftragsentität her? Naja, ganz einfach, ich gehe zum Entity Manager, sage, hol mir meinen Auftrag. Und dann gehe ich zum Geschäftsprozess, ja, der gerade im richtigen Scope auch ist, und sage, gib mir doch mal die Order-ID. Boah, das war's wieder an der Stelle. Ich könnte mir das sogar theoretisch injizieren lassen. Und was wir gerade noch nicht haben im CDI-Binding, aber gerade dran sind, ist, dass er solche Dinge sogar transparent macht. Also wenn ich in einem Java i6-Umfeld bin und ich deploye so einen Prozess, so wie wir es gerade gesehen haben, deswegen habe ich einen VAR gebaut. Ja, der JBoss, den haben wir das beigebracht, der erkennt das, ah, da ist ein Prozess drin, ich deploye ihn in die Activity-Datenbank, und der weiß dann auch, ah, dieser Prozess ist mit diesem VAR und diesem Entity Manager verbunden. Das heißt, wenn ich da eine Order in den Prozess reinschmeiße, dann kann er so, genau diese Zeile Code brauche ich dann eigentlich gar nicht, weil er das weiß. Also ich weiß nicht, wie viel er mit CDI macht. Ich persönlich war es für mich ein Gewöhnungsprozess tatsächlich, dieses Jahr einiges mal mit CDI zu machen, sich so an diesen Coding-Style auch zu gewöhnen. Aber was es tatsächlich schafft, ist sehr, sehr viel von diesem langweiligen sogenannten Boilerplate-Code tatsächlich zu reduzieren. Das ist schon schick. Ja. Gut. Ich wollte euch noch zeigen, was ich in Jules gemacht habe, richtig? Jules ist noch sehr kurz gekommen hier an der Stelle. Dann gehe ich hier mal rüber. Ich habe mir auch da natürlich, ne, CDI, ich habe mir diese Jules Rules Bean hier geschrieben. Jules Rule Base Bean, so rum. Application Scoped, also sozusagen in Singleton. Hab mir da noch so ein DAO reingereicht. Und was er macht, er holt sich jetzt diese ganzen Rule Entities, die ich da in dieser Tabelle angelegt habe, er holt sich so ein Template. Das ist ein ganz cooler Mechanismus in Jules, der leider relativ unbekannt ist. Ich habe hier so ein Template. Ja, und da sage ich ihm, wie sollen die Regeln nachher aussehen. Und er wird für jedes Entity, was ich da finde, so eine Regel dann erzeugen an der Stelle. Das macht er hier. Na, das ist auch wieder, das ist wirklich nicht mehr Code, den ich da brauche. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir eine sogenannte Knowledge Base aufbauen. Das ist jetzt sehr Jules interner, also das braucht euch gar nicht so interessieren. Das ist relativ teuer. Deswegen habe ich hier eine Application Scope Bean draus gemacht. Also so eine Regelbasis, da wird wirklich intern so ein paar Algorithmen gemacht, da wird wirklich die Regelbasis optimiert, da macht er so ein bisschen Kram. Also das hier will ich nicht jedes Mal machen, das mache ich aktuell nur jedes Mal, wenn ich auf diesen Update Rules Button klicke. Ja, und sich daraus zum Beispiel jetzt noch was zu bauen, wo ich Regeln vielleicht auch versioniere oder sage, ich muss sie nochmal durch einen Freigabe-Activity-Prozess zu schieben, um sie auch wirklich live zu bringen oder was auch immer, kann man sich natürlich auch relativ leicht bauen. Also mir geht es an der Stelle einfach so ein bisschen, was so dahinter steckt. So. Ja, und viel mehr ist es eigentlich auch nicht. Also dann habe ich noch ein paar ganz, hier so eine Order, ne, ganz normale Entität. Hat mich gestern im Zug fast am meisten Zeit gekostet, rauszufinden, dass eine Tabelle nicht Order heißen darf. Gut. Ist wirklich interessant, er sagt dann auch nicht, keine ordentliche Fehlermeldung. Also H2 ist da wirklich busy und sagt, legt sich an, und man denkt sich, okay, naja, egal. Wir haben es geschafft. Nun, mehr ist das nicht. Ja? Also das mal so als Schnellüberblick. Und das, gibt es Fragen dazu gerade? Habe ich euch gegen die Wand geredet damit, ja? Wie viel Zeit habe ich da? Ah, okay, dann kann ich jetzt gemütlicher machen. Dann haben wir ja noch eine Viertelstunde. Nee, das war eigentlich hauptsächlich die Demo, die ich mal geben wollte. Ja? Also da würde ich jetzt gar nicht mehr tiefer reingucken. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn es euch interessiert, ladet es euch im Zweifel einfach mal runter, spielt mal selber damit. Das Ganze, wenn ihr ein JBoss 7 habt, wir haben auf unserer Homepage, also bei uns, ich habe gleich die Links nochmal, könnt ihr euch einen JBoss 7 runterladen mit dem ganzen Activity-Kram schon drin. Ja, und dann könnt ihr das Ding wirklich nehmen, baut das wahr und schmeißt es in Deploy-Verzeichnis, und es läuft auch sofort. Frage? Ja. Wie
wie hast du das denn jetzt gelöst, dass du von dem Workflow-Schritt oder von dieser Aktivität auf den Java-Code verweist, der da ausgeführt werden soll? Welchen genau meinst du? Von hier? Ja. Letztendlich ist das einfach hier durch so eine Expression. Okay. Ja, also er sagt dann diese Art, okay, er geht auf die CDI-Bean und ruft das auf. Und so funktioniert dann auch dieses Injection-Binding. Dann weiß ja an der Stelle Activity, welchen Prozess es gerade in der Hand hat und kann auch so ein Inject-Business-Process richtig machen, weil er weiß, welchen Prozess er in der Hand hat. Also da stecken sogar noch ein paar mehr Tiefen drin, auch im Task-Management. Also. Aber so von der Grundidee. Ja? Du hast ja am Anfang gesagt, dass du auch Entitäten übernehmen würdest oder Objekte in den Prozess. Du hast aber jetzt nur die Referenz auf die Orga. Richtig, also richtig, richtig. Das funktioniert auch nicht mit Objekten? Doch, also es gibt zwei Antworten dazu. Ich kann Objekte reinlegen, dann werden sie erstmal serialisiert. Das ist der Standardfall. Ich könnte in das Verhalten mich einklinken und zum Beispiel per XML serialisieren, wenn ich möchte. Geht. Das zweite ist, mit der Spring-Integration geht das schon. Witzigerweise mit der Java EE-Integration gerade noch nicht. Ist, dass ich wirklich eine Entität reinlege und erkennt, das ist eine Entität, die ist von dem Entity Manager gemanagt. Also gebe ich sie ihm und merke mir nur die Referenz. Und dann passiert so ein bisschen mehr im Hintergrund transparent. Also natürlich eine Frage, wie tief will man sich mit dem Kram integrieren? Also was ich hier gebaut habe, ist relativ tight, ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt 5-Schichten-Architektur und ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja. Ich habe läuft das auch mit Spring, also auch das mit dem Injecten und das mit dem Scoping vom Prozess? Naja, das Scoping funktioniert in dem Sinne nicht so einfach. Also das sind halt die CDI-Scopes. Also was du hier machen kannst, du kannst auf jeden Fall eine Springbean referenzieren und du hast schon so ein paar Mittel und Wege, dir dort auch wieder den Prozess zu organisieren. Aber es funktioniert ein bisschen anders. Aber auch da gibt es Beispiele, also das muss man sich einfach mal kurz angucken. Also ich persönlich bin jetzt eher in der Java E-Welt zu Hause. Ich würde fast die Frage, wenn sie nicht ganz spannend ist, nochmal zurückstellen. Ja. Gut, danke. Weil, dann würde ich nämlich noch ein, zwei Sachen kurz sagen wollen. Jo, also da sind wir erstmal drüber. Also so ein paar Sachen habt ihr hier auch nicht gesehen. Also wenn ich hier in dieses Formular reingehe, gibt es nochmal auch eine Methode, wo ich ihm sage, welchen Task ich gerade bearbeite und so. Also sucht euch es am besten mal kurz im Code wirklich durch, wenn es euch in der Tiefe interessiert. Mir geht es ein bisschen um den Eindruck gerade zu kriegen. So, jetzt kommt eine Sache, die mir durchaus quasi wichtig ist oder auch am Herzen liegt. Also was ihr gerade gesehen habt, war eine Anwendung, also ungelogen. Ich habe die gestern letztendlich größtenteils im Zug geschrieben. Also gut, Berlin, München waren zugegebenermaßen 6 Stunden. Also da hatte ich ein bisschen Zeit. Habe aber noch ein paar Folien tatsächlich auch gemacht. Also von dem her, es geht relativ schnell. Ja? Was es nicht ist, und es wird immer noch teilweise von den Herstellern suggeriert und was ich auch für wichtig finde, wenn ihr BPM machen wollt, ist nicht irgendwie sowas Magisches, ne? Also ich habe da jetzt nicht Zero Code gemacht. Also wer hier nicht Java-Entwickler ist, wird irgendwie gerade wahrscheinlich relativ viel Fragezeichen im Kopf haben. Ja? Die Frage ist, ist das schlimm? Ja? Also das ist so ein bisschen, ich bin ja in dem Thema jetzt seit 6-7 Jahren unterwegs, so das, was mir auch wichtig ist, also an dieses Zero Code glaube ich einfach nicht, oder in Ausnahmefällen kann das, oder in kleinen Szenarien kann das interessant sein. Nur was natürlich interessant ist, und das kriegen wir eigentlich in der Umgebung sehr, sehr gut, ist so, naja, das Bild ist vielleicht nicht ganz klug, aber so dieses Produktivitätsthema. Ja? Also wie kann ich denn jetzt trotzdem schnell was machen? Also ich finde, die Entscheidung ist ja nicht Zero Code oder super teure IT, die monatelang Projekte macht, sondern wie kann ich denn wirklich schnell loslegen, wie kann ich schnell auch was bauen? Aber, und das gefällt halt oft dem Fachbereich oder dem Management oder den Entscheidern nicht so richtig, die wollen ja eigentlich Kontrolle zurückgewinnen, ne? Auch ohne die IT, ohne die Entwickler was zu machen. Und das funktioniert unglaublich schlecht. Die Erfahrung kann man einfach sagen. Aber was gut funktioniert, ist, wenn ich Java-Leute habe, ja, die dann auch an so eine Umgebung zu setzen. Spring ist ja das Gleiche, kann ich genauso gut mit Spring machen, ja, aber die Umgebung kennen sie, damit kann man arbeiten. Und das ist nicht so, dass ich damit so eine Prozessanwendung jetzt, weiß nicht, mich 2 Monate im Keller vergraben muss, um die zu bauen. Das Gleiche für Joules, ja.
Also damit kann ich relativ schnell arbeiten, auch wenn ich mit Excel zum Beispiel arbeite, whatever. Also da kann ich schon was machen. Aber, und das finde ich das Wichtige eigentlich im Hinterkopf zu behalten, das haben wir jetzt bei diesem Ganzen in der Cloud-Diskussion super oft, ne, dieses Agilität. Irgendwie scheint ja jetzt auch die Idee da zu sein, dass jeder übermorgen ein Startup gründet, das in die Cloud bringt, um zu gucken, ob es läuft, damit ich es auch sofort wieder abschalten kann. Okay, ich weiß nicht, ob das so ist, aber wenn ich natürlich schnell was machen will, kann ich das hiermit tun, aber ich verliere nicht die Möglichkeit, das auszubauen. Also ich bin hier auf einem kompletten Java Enterprise Stack. Der tut auch nicht mehr weh mit der 6er Version. Ja. War hier relativ viel auf der Konferenz, CDI, Java i6. Ich muss auch nicht, wie ich es gerade gemacht habe, alles so zusammenbacken. Ich kann natürlich auch ordentliche Schichten einziehen. Ja. Ich kann da auch noch, weiß nicht, Chuxer.js, REST oder Webservice oder so ein Kram dranlegen. Oder ich kann mit Camel Routing machen, whatever. Also ich kann da auch wirklich große Anwendungen mitbauen. Ja. Also von dem her habe ich aber eine relativ breite Skala. Und wenn ich Anforderungen habe, die das bedingen, dann kann ich es tun. Und das kann ich in den Zero-Code-Tools immer nicht. Und das finde ich so schön aktuell an dieser Situation. Wir haben was wirklich schnell easy geht. Ja, meiner Ansicht nach für jeden Java-Entwickler verständlich ist. Aber trotzdem viel kann. Und das ist interessant. Also sowohl in Regeln, Jules ist dafür ein super Beispiel, genauso wie Activity mit dem BPMN-Sach. Ja, und das ist so ein bisschen, was bei uns auch immer dahinter steckt. Also die Folie haben wir öfter mal da. Ich gucke auch immer Branding, ja, also die richtigen Schuhe anzuhaben. Was kann ich denn ausgeben? Also wer mich mal auf einer Konferenz, wo ich einen Talk halte, ohne die Schuhe erwischt, dem gebe ich auch gerne irgendwas aus. Genau, rote müssen das zumindest sein. Also dieses Thema auch Developer-Friendliness. Ja? Also es bringt nichts, Zero-Coding-Tools Entwicklern vorzusetzen, die dann auf einmal irgendwie Scripting-Codes in kleinen Webboxen schreiben müssen. Ja? Oder was ich bei einem Herstellern schon hatte, irgendwelche Expressions in Excel-Ausdrücken machen müssen, wo man sich halt denkt, okay, also Entschuldigung, Expression-Language bin ich flüssig, das kenne ich. Was wir in Cycle viel machen, ist, wie kann man denn gut zusammenarbeiten auf Ebene des BPMN-Modells? Ja, wie kann ich das nehmen, um zu kommunizieren? Aber wie muss ich nicht jeden zwingen, jetzt im gleichen Tool das gleiche BPMN-Modell zusammenzuarbeiten? Ja, und wie kann ich mir dann auch, ne, Java I ist ein schönes Beispiel, das zusammenstecken, was ich brauche? Nicht jeder hat den gleichen Stack, nicht jeder hat die gleiche Umgebung. Ja, Spring, Java I, OSGI, whatever. Also das ist irgendwie so ein bisschen das, was dahinter steckt. Ja, ich habe euch ganz viel eigentlich auch nicht gezeigt. Also eine Stunde ist immer knapp. Ich bin gar nicht drauf eingegangen. Ich habe jetzt mir heute mal das erlaubt, komplett über Java II eigentlich zu reden. Auf einem JBoss 7, wie gesagt, sehr empfehlenswert, sich mal anzugucken. Wir haben Kunden, die gerade auch in die Richtung Glasfish dabei gehen. Also auch das sollte zumindest kein Problem sein. Sie haben die gleiche CDI-Implementierung. Also von dem her, wir haben es noch nicht wirklich getestet, aber ich glaube, dass es tut. Spring geht natürlich ganz viel. Spring-Integration ist sehr, sehr gut aktuell in Activity. Wir haben auch gerade zwei Kunden im Bankenbereich, die so in die Richtung OSGI gehen. OSGI-Umgebung dann eben mit viel mit Camel oder auch Service Mix View Source als Umgebung. Ja, also ihr seid da nicht unbedingt eingeschränkt. Mule macht auch einiges im Projekt. Wird mit Liferay schon Sachen. Das hier sind eher so Community-Dinger. Ja, also es gibt auch ein Grails-Plugin. Es gibt so ein Android-Tasklisten-Client. Also es gibt ganz, ganz viel Kram außenrum. Es zeigt aber so ein bisschen schön, wie klein anpassbar auch diese Engine ist. Es gibt im Jules-Bereich wirklich, ihr könnt Excel schreiben, das ist das eine, aber ihr könnt auch eine DSL, also so menschenlesbare Sachen machen. Es gibt in Jules tatsächlich auch so ein bisschen Unterstützung, die ist leider nicht wirklich gut, aber es gibt sie auch Richtung Testing. Es gibt, ne, auch das nicht vergessen, wenn ihr agiler werden wollt in den Prozessen und den Regeln, das Testen nicht vergessen, also so Dinge wie Fit, Fitness, whatever, JBehave, keine Ahnung, also irgendwas auch da mitnehmen, also das ist super spannend, sich alles mal anzugucken. Ich habe euch ganz viel nicht gezeigt, was eine BPMN kann. Ja, also es gibt so, was weiß ich hier, so Attached Timer Events, es gibt überhaupt Zeitereignisse, es gibt sowas wie Multiple Instance, ne? Prüf mir, da vorne ist es parallel sozusagen die Auftragspositionen alle, ja, egal wie viele das sind, solche Dinge. Also man kann da noch ganz, ganz viel machen. Wenn es euch interessiert, guckt einfach mal, entweder in die BPMN-Spec, wenn ihr fröhlich dafür seid,
unser Buch ist auch immer sehr zu empfehlen natürlich, oder die Activity User Guide, wenn ihr so ein bisschen mal sehen wollt, was Activity da kann. Und was auch ganz spannend ist, es ist jetzt so gemein, ne? 5 Minuten Verschluss drücke ich euch nochmal so ein Diagramm rein. Es geht mir auch gar nicht darum, das jetzt in Detail zu besprechen. Aber was ich euch mitgeben möchte, also deswegen glaube ich auch, dass die BPMN momentan so spannend ist und auch Engines wie Activity so spannend. Ihr könnt dort noch ganz viel anderes darstellen. Also es gibt viel methodische Arbeit, die da schon passiert ist. Also da beschreiben wir auch viel im Buch. Wir haben uns jetzt gerade nur diesen ausführbaren Prozess angeguckt. Es hat von euch irgendwie keiner gemeckert, was ist denn das hier, Delete Order, ohne einen Kunden zu benachrichtigen. Das ist nicht irgendwie komisch? Vielleicht nicht in einem Unternehmen, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist es komisch. Ich kann solche Dinge durchaus modellieren. Ich kann sagen, hey, das ist mein ausführbarer Prozess, aber ich gucke mir mal an, was passiert denn so außenrum. Ich habe vielleicht einen Webshop, ja, also ich hätte ja auch modellieren können, solche Fragen wie vorhin, wer persistiert denn die Order? Das hat ja mein Webshop gemacht zum Beispiel. Das könnte ich hier modellieren, das will ich wissen, macht das der Prozess oder der Webshop. Aber ich kann auch zum Beispiel machen, was macht denn der Kunde hier? Naja, der schickt was ein und na, offensichtlich kriegt er keine Benachrichtigung, also wird er wahrscheinlich irgendwie nach ein paar Tagen ziemlich sauer sein. Weiß ich nicht. Ja? Also solche Dinge kann eine BPMN. Und das ist schon spannend, sich das anzugucken. Also deswegen auch, es ist nicht einfach ein bisschen anders als UML-Aktivitätsdiagramme oder proprietäre Boxen in meinem Workflow-Tool X, sondern da steckt schon viel drin. Und das ist auch gerade einfach sehr auf dem Vormarsch, also auch weltweit. Also von dem her, BPMN macht da definitiv Sinn. Wen das interessiert, am besten morgen haben wir nochmal einen BPMN-Talk auf dem BPM-Day. Und wir machen da auch viel in Richtung Tooling. Also was ihr in Cycle gerade gesehen habt, könnte so Dinge machen wie, ne, in dem Moment, wo ich dieses technische Projekt erzeugt habe, schneidet er auch nur diesen Pool aus, weil er weiß, nur der interessiert mich und mergt den auch zum Beispiel in sowas wie einen Roundtrip zurück. Also das sind Dinge, wo Business IT allein mit BPMN, Methodik wirklich interessant werden. Naja, gut. Ich will euch damit nicht zu sehr foltern. Eine letzte Sache, weil sie sowieso immer eigentlich danach gefragt wird, wer ist denn jetzt Activity, was steckt da eigentlich drin und was ist das, was von Fox erzählt, was ist das? Alfresco kennt vielleicht auch jeder, das habe ich vorhin ein bisschen unterschlagen. Alfresco ECM, Content Management, ja, also SharePoint in Open Source. Alfresco hat das Activity-Projekt initiiert. Ja, die hatten am Anfang mal JVPM drin, wollten das aus Open-Source-Lizenzgründen raushaben. Also sowohl, übrigens am Rande, sowohl Jules als auch Activity, beide Apache-License, also könnt ihr damit machen, was ihr wollt im Prinzip. Dann hat Alfresco die JVPM-Leute sozusagen abgeworben. Das war der Starter des Ganzen. Und die bauen Activity, um es bei sich ins ECM zu integrieren. Ja. Vier-Augen-Prinzip, Dokumentenfreigabe, so relativ billige Workflows, wenn man so möchte. Was Alfresco nicht macht, ist wirklich, wenn ihr Richtung Standalone BPM wollt oder sowas wie ich euch hier gezeigt habe, wirklich Prozesslösungen damit bauen, wenn ihr auf diesen BPM-Aspekt wollt. Und das ist das, was wir genau machen. Also da gibt es inzwischen auch so ein, wir sind offizieller Activity-Partner, wie das so heißt, und bauen damit, und das ist das, was wir Camunda Fox nennen. Also das steckt letztendlich der ganze Stack drin, also mit dem Monitoring, mit dem Cycle, was ihr gesehen habt, der Engine, dem Eclipse Designer und alles drumherum und auch mit diesem Signavio, das ist ein Web-Based Modeler, habe ich euch auch nicht gezeigt heute. Das heißt, alles, wenn ihr so in Richtung Entwicklung wirklich Prozesslösung, BPM wollt, dann ist das sozusagen die Richtung. Und das ist auch immer die gute Nachricht für alle, wo das eine Relevanz hat. Das heißt, ihr könnt auch sowas wie ein Supported Activity bekommen. Also das ist ja auch immer durchaus nicht unspannend. Na gut, ich habe noch 2 Minuten, sagt mir mein schlaues Gerät. Ja, dann ja, Stolperfallen lassen wir da mal weg, da haben wir keine Zeit. Nein, ich habe vieles gesagt, also letztendlich, das ist das Schöne und ich hoffe, ich konnte euch so einen Eindruck geben, wie komplex das ganze Thema ist oder wie eben nicht komplex. Also ihr könnt das als Java-Leute relativ gut überblicken. Wichtig ist, dass man das akzeptiert, dass man Java-Leute braucht, dass man auch einfach so Schritt für Schritt anfängt. Also das Thema ist auch dann doch nicht so einfach. Wie modelliere ich den Prozess? Wo fängt er an? Welche Daten hat er? Wo sind die Daten? Wie habe ich den Datenfluss? Wann wird das wo persistiert und geladen? Das muss man sich halt alles mal überlegen. Das heißt, ihr solltet einfach mal Schritt für Schritt damit loslegen. Also das ist meine Empfehlung. Macht's mit Java-Leuten.
keine übertriebenen Erwartungen ist sonst das Allerwichtigste. Ja? Also nicht, ich habe keine Magic Process Engine. Das ist nicht so, ihr habt morgen Activity und Joules und dann kann der Fachbereich Prozesse zeichnen und Regeln da reinpacken. Ja? Also bei Java-Entwicklern ist das immer irgendwie relativ logisch, aber in anderen Rollen oft nicht. Also das ist wirklich das Wichtigste. Ich glaube, sonst gibt es nicht viel. Also probiert's aus, würde ich sagen. Also wir haben jetzt wenig Projekte, also wir haben keine Projekte, wo wir jetzt wirklich voll auf die Nase gefallen wären. Also wir machen das ja jetzt auch schon seit einem Jahr mit Activity und von dem her auch nichts, wo ich sagen würde, okay, da steckt richtig tief der Hund drin. Also man muss sich halt tatsächlich ein bisschen damit auseinandersetzen, aber das ist keine Überraschung, denke ich. Es ist natürlich auch, vielleicht das noch interessant, nicht an allen Stellen schon komplett rund, ja. Also ich habe es euch gerade gesagt, die CDI-Integration, da müssen wir noch dies oder jenes tun. BPMN-Unterstützung ist noch nicht 100%, also auch klar. Wir haben inzwischen, hoffe ich, die letzten, also wir hatten relativ große Lasttests, die resten Clustering-Probleme raus. Also ist halt auch ein junges Produkt, muss man sich halt darauf einlassen. Ja, es gibt... Ja, vielleicht greife ich eins raus. Es gibt einige Beispiele, die was machen. Ich finde Doc Morris ganz interessant, weil es bei uns so ein Referenzkunde ist, wo wir einfach die Zeit noch nicht hatten, Success Story zu schreiben, wo es wirklich komplett mit dem Stack auch läuft. Also Activity, Joules, die haben, bei denen ist der Fachbereich Apotheker, die tatsächlich auch Regeln pflegen. Also nicht durchaus ähnlich, wie ich es hier gezeigt habe, noch ein bisschen komplizierter und größer, aber eigentlich sehr, sehr spannend. Ich wollte zu den anderen eventuell auch noch was sagen, aber fragt mich einfach. Mein Lieblingszitat, lasse ich euch kurz lesen, das lohnt sich immer, ist von einem Kunden, kein kleiner, ja, die damit losgelegt haben. Es ist eine Situation, die wir momentan tatsächlich haben, gegen wirklich, also das war mit JBPM nicht so, das ist mit Activity so, gegen große Hersteller. Ja, also es geht teilweise jetzt im Pitching wirklich gegen eine IBM oder ein Oracle oder einen SAP oder ähnliches. Das ist interessant. Also auch, wie gesagt, zwei Kunden im Bankenbereich gerade, also dass man sich an sowas jetzt wirklich rantraut. Das war lange Zeit nicht so. Von dem her habt ihr ja quasi keinen Grund, nicht anzufangen. Ich habe es euch versprochen, die Links nochmal zusammengepackt. Das ist unser Blog, also da gerne mal drauf gehen. Ich werde auch da nochmal einen Screencast die nächsten Tage blocken. Ich habe nämlich, was ich euch nicht zeigen konnte, auch mit dem Internet hier keine gute Idee ist, ich habe in diesem Cycle-Tool einen Knopf eingebaut, wer JBoss OpenShift kennt. Wer es noch nicht kennt, mal angucken, das ist eine Amazon EC2 Cloud im Hintergrund, da könnt ihr euch kostenlos anmelden und das Geile ist, da kriegt ihr einen kompletten JBoss 7 in der Cloud und das heißt, man kann wirklich per Knopfdruck, soweit bin ich da mal in dem POC, also ich hack ja immer nur so Beispiele letztendlich gerade, kann wirklich per Knopfdruck diese ganze Lösung einfach mal in die Cloud deployen, da hat man sofort eine URL .rhcloud.com, ja. In einer Minute ist sie online und läuft. Also ziemlich coole Sache. Blog ich demnächst mal. Also von dem her, wenn euch das interessiert, einfach mal. Blog Activity ist klar. JBoss Joules ist die Homepage. Fox Homepage. Wir machen Trainings zu dem ganzen Kram. Also wer da noch was lernen will, kommt einfach gerne vorbei. Wir haben wahrscheinlich noch einen Termin übrigens zu diesem ganzen Java E-Stack. In Berlin eine Woche, relativ bald. Wenn ihr mir da die Woche Bescheid sagt, können wir euch noch bestimmt im Preis was Gutes machen, weil es noch nicht ganz sicher ist, ob er steht, aber wahrscheinlich schon. Also wenn ihr da noch Zeit und Lust habt, kommt einfach vorbei. Einen schönen Kreuzberg lohnt sich immer. Ja, wer jetzt gesagt hat, oh, ist ja alles tolle neue Technologie, aber damit kann ich ja eh nicht arbeiten, weil wir so einen alten Scheiß machen. Kann sich das ja mal überlegen. Vielen Dank.